Ein Großteil der rund 50.000 Zuschauer sind gekommen, um vor allem einen Mann siegen zu sehen. Tjetil Andre Armod. Abfahrtsgold fehlt dem Weltcup-Führenden noch in seiner Sammlung. Und das will sich der Super-G-Olympiasieger von Albertville, der Slalom- und Riesenslalom-Weltmeister von Morioka, hier in seiner Heimat holen. 1:16:12 die Zwischenzeit von Marc Girardelli, die zweite. 1:15:85, noch schneller, noch 500stel seinen Vorsprung ausgebaut. Wird er tatsächlich seiner Favoritenrolle heute gerecht, der junge Mann aus Oslo? Erst 23 Jahre wird er in diesem September. Und er hat eigentlich schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Jetzt dieser mächtige, weite Satz hinunter. Und jetzt geht hier ein Raunen durch die Menge. 39:40, gibt das neue Bestzeit. Es sieht fast so aus. 42:43, 44 und 1:45:79. Armod Norwegen führt 13stel vor Marc Girardelli. Und schauen Sie sich diese Begeisterung jetzt an. Eine Begeisterung, die aber gerade 2 Minuten hält. Ein Mann aus Alaska fühlt sich bei minus 20 Grad besonders wohl. Tommy Moe. Gut, 38:98. Das ist 200stel schneller als Marc Girardelli. Damit ist er Zweiter bei der ersten Zwischenzeit. War 20. in Val d'Isère 1992, wird seine zweite Olympiaabfahrt. 1:15:85 gilt es jetzt bei der Zwischenzeit zu schlagen. 1:15:59. Tommy Moe, 26 Hundertstel schneller als Armod. Hat in diesem Mittelteil dem Norweger 14stel Sekunden abgenommen. Es sieht ganz aus, als wird auch diese Olympiaabfahrt heute wieder mit einem sensationellen Ergebnis unter Umständen enden. Denn die Favoriten sind bereits geschlagen. Tommy Moe führt 1:45:75. Ärger beim geschlagenen Favoriten Armod. Ärger aber auch bei den Österreichern. Nachdem sich zunächst Hannes Trinkl mit beschlagener Brille über die 3 Kilometer lange Strecke gequält hatte, kämpft auch Patrick Ortlieb mit Materialproblemen. Ihm bricht nach etwa 20 Fahrsekunden die Kunststoffschale des rechten Schuhs. Ein zu großes Hindernis für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Zwischenzeit, Ortlieb zurück, 1:16:16. 57 Hundertstel Rückstand für den Titelverteidiger vom Faste Belvoir in Val d'Isère. In Führung Tommy Moe, 400stel vor Armod, dritter Girardelli, vierter Trinkl. Und Patrick Ortlieb, wo reiht er sich jetzt in der Wertung ein? An der dritten Stelle, 1:46:01. 4 Tage vor seinem 24. Geburtstag gelingt Tommy Moe das gleiche Kunststück wie Ortlieb in Albertville. Er holt mit seinem ersten Sieg Olympiagold. Der Österreicher kann sich hier in Lillehammer auch nicht lange über Bronze freuen. Mit Start Nummer 21 liegt der Kanadier Ed Podivinsky auf Medaillenkurs. Hoffentlich nimmt er dem Patrick nicht die Medaille weg. 1:45:87 und weg ist sie. 14 Hundertstel fehlen Ortlieb schließlich auf den dritten Platz. Hannes Trinkl wird Sechster und nicht nur für den bei Olympia wieder einmal geschlagenen Marc Girardelli ist das Resümee kurz und bündig. Hoppatschen. 10 Jahre nach Billy Johnson in Sarajevo gewinnt wieder ein Amerikaner Gold in der Abfahrt. Und Präsidentengattin Hillary Clinton kann gleich weiter strafen.